Was ich ganz, ganz wunderbar finde bei dieser Technik, es kann also gezeichnet, schabloniert, wieder weggenommen, zusammengeklebt oder auch am Rechner generierte Vorlagen sein. Diese alle können kombiniert werden. Man kann collagehaft Dinge zusammenfügen, zeichnen, rausradieren, wieder reinzeichnen, ausschneiden. Das finde ich ganz wunderbar. Es ist ja ein fototechnisches Verfahren, in dem das Sieb hergestellt wird. Und nur da, wo das Licht wirklich absorbiert wird, da kann auch die Vorlage entstehen. Eine große Herausforderung bei dieser Technik ist der Schichtenaufbau. Jeder Farbauszug muss in Schwarz auf einem transparenten Untergrund erstellt werden. Die Vorlagen werden auf den Lichttisch gelegt. Auf diese Rahmen ist sehr straff ein Gewebe gespannt. In der Dunkelkammer wird eine lichtempfindliche Emulsion auf das Sieb gleichmäßig aufgetragen, getrocknet. Das Sieb kommt drauf, wird draufgelegt und wird belichtet wie ein Foto. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und da, wo das Licht nicht durchgekommen ist, deswegen die schönen schwarzen Vorlagen, bleibt die Schicht weich und kann mit Wasser herausgewaschen werden. Und diese offenen Stellen, da kann dann die Farbe durch und da entsteht der Druck. Diese Farben können durch eine Transparentpaste lasierend eingestellt werden, so dass sie das zwei Töne gleich einen dritten Ton erzeugen können. Und dadurch können durch mehrere Schichten ein unglaubliches Farbspektrum beim Drucken durch das Übereinanderschichten der Farben erzeugt werden. Finde ich wie in keiner anderen Drucktechnik. In dieser Technik ist es möglich, einen unglaublich schönen, dicken Farbauftrag, der sogar haptisch spürbar ist, abzudrucken. Ich habe in meiner Laufbahn als Künstlerin zwei ganz wesentliche Einflüsse gehabt. Das ist in Norwegen die hochtechnische Variante des Siebdruckes und in Portugal die improvisierte Variante. Und in diesem Spannungsfeld, das finde ich einfach ganz großartig, bewegt sich der Siebdruck. Es gibt keine, für mich keine Grenzen in dieser Technik.